hier ist meine Minenkiste. Dann packen wir jetzt erstmal hier so dieses ganze Steinzeug rein. Das gehört da zwar generell nicht unbedingt rein, aber das gehört ja alles so ein bisschen dazu. Deswegen packe ich das jetzt erstmal da rein. So, weil ich muss in meinem Inventar natürlich jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen, um gegebenenfalls einzelne Kisten umorganisieren zu können. Geh mal weg hier. Hier ist so eine kleine Fliege. Die nervt mich die ganze Zeit. Das weg, das weg, das weg. Das sind Artefakte. Das ist Deko, das ist Deko. Warum kann ich das hier nicht stacken? Das ist doch bescheuert hier. Raus, du bist ein Artefakt. Wait, Artefakt. So, das kommt in die Minenkiste. Das kommt hier raus. Das hier kann alles mal weg. Das brauche ich eh alles nicht mehr. Das kann ich alles mal weghauen. Das hier rein. Ja, mach es so, dass das Schild immer hinter der Kiste ist. Okay. Eine Waffen- und Rüstungskiste. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. So, warte mal. Hier, den ganzen Quatsch hier. Der Hammer, der kann weg. Den brauchen wir eh nicht mehr. Das Obsidianschwert. Die Sense kann, glaube ich, auch weg. Kann ich nicht mehr wegschmeißen. Warum nicht? Das finde ich frech. Wie so ein Platzklauer. So, eigentlich müsste ich anfangen, hier erstmal die Edelsteinkiste freizuräumen. Damit ich dann wirklich hier in der Ecke anfangen kann mit Frühlingsaccessoires. Und das hier müsste ich auch leer räumen. Oh Gott, Leute. Das wird ein ganz schöner Krampf. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So in der Reihenfolge. Eine Kiste für Pilze, Kokosnuss und Kakteen. Warum so komisch gemischt? Medic rattert hier einfach das ganze System runter. Nee, so ist das umständlich in den Ecken. Ja, aber so ist es für mich für die Orientierung besser. So habe ich ein bisschen Ahnung. Mach die vier direkt nebeneinander. Sonst was? Es wird spät. Weil du ja Pflanzen nur so. Was? Weil du ja nur die Pflanzen so sortieren kannst. Der Rest ist doch total egal. Na gut. Habe ich jetzt das Fest verpasst? Nee, habe ich nicht. Heute ist das Fest. Oder? Wobei, wahrscheinlich hätte ich eh nur Deko-Sachen kaufen können beim Halloween-Event. Monique schreibt einfach ja. Monique, was ja? Hab ich's jetzt verpasst oder ist das Fest heute? Ich habe zwei Fragen hintereinander gestellt. Heute ist das Fest, okay, gut. Oh, Gott sei Dank. Ach ja. Ordnungsmanagement. Das ist echt nicht mein Ding. Also in Spielen. Ich hätte es von Anfang an gleich richtig machen sollen. Das ist halt das Hauptproblem. Dadurch, dass ich das am Anfang nicht gemacht habe, sondern alles so willkürlich verteilt habe. Habe ich jetzt halt den Salat und muss mich da durchquälen. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf eigentlich. Vergessen. Ja, da war doch gerade irgendwas, oder? Oder habe ich mich getäuscht? Nee, hier. Sky. Und Isabel fehlt noch. So, wie sieht's denn bei Maddie aus? Ist Maddie jetzt auch mal bald? Ah, bald ist Maddie auch bei 5. Nice. Was heißt hier dumm die dumm?
Volles Inventar, klasse. Okay. Der weg, der weg. Hier verkaufe ich mal 5. Da haben wir eh noch mehr als genug von. Wobei, ich habe so viel goldenen Mais, glaube ich. Gucken gleich mal. Hol mich auf deinen Hof, ich mache dir das. Das geht ja, glaube ich, nicht. Da müsste ich ja Multiplayer. Müsste ich ja Multiplayer nochmal neu starten. Ich liebe Ordnung in Spielen. Ich generell auch. Nur wie gesagt, ich habe halt falsch angefangen. Ich hätte halt von Anfang an mir ein System überlegen sollen. Ich hatte ja nicht erwartet, dass das Spiel in der Hinsicht so umfangreich wird. Ich habe das ja vollkommen unterschätzt. Mandy, das klingt komisch. Warum klingt das komisch? Hatte ich nicht irgendwo Gold-Aubergine? Hier. Oh Gott, hier ist auch noch eine Kiste voller Kram. Es ist einfach heilloses Chaos geworden. Klar geht das. Du musst einfach nur eine Hütte bauen. Wie? Ich muss einfach nur eine Hütte bauen. Was meinst du? Ach so. Ah, okay, alles klar. Nee, 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 nee. Ich mach das selber. Du musst arbeiten. Ach ja, ich habe ja Arbeit. Ich krieg das schon hin. Wir kriegen das schon zur allgemeinen Zufriedenheit hin, dass die Struktur im Hof wieder ein bisschen besser wird. Ist natürlich jetzt ein bisschen fad, so beim Zuschauen, glaube ich. Aber ihr könnt ja auch gerne mal ein Thema vorschlagen, über das wir reden können. So nebenbei einfach. Also von daher, da quatschen kann man ja trotzdem schön nebenbei. Und ich versuche dann halt einfach so ein bisschen für Zucht und Ordnung zu sorgen in meinen Kisten. Oh Max, wie wäre das mit zweideutig denken und eindeutig mehr Spaß? Wieso, was habe ich verpasst? Habe ich wieder irgendwas Komisches gesagt? Ich habe wieder irgendwas Komisches gesagt und habe es nicht mitgekriegt. Ich habe keinen Dünger hier. Schweinerei. Ich muss Dünger holen. Soll ich dir vielleicht ein Bild schicken, so wie ich das machen würde? Oh, kannst du machen. Das ist vielleicht eine kleine Orientierungshilfe, weil ich muss sagen, ich hätte halt schon irgendwie, dadurch, dass das einfach nur ein offener Raum ist, ich würde den Raum gerne. Also, was ich cooler fände am Schuppen, muss ich jetzt mal so sagen, wenn der Schuppen quasi separiert wäre in unterschiedliche Abschnitte, sprich quasi wie so eine Empore, wo ein Zaun dran ist, wo man dann oben Sachen hinstellen kann oder wie so einzelne Separés quasi oder zwei Räume oder so. Also das, was mich halt tatsächlich so ein bisschen irritiert, ist, dass ich einfach so viel Platz habe und ich nicht weiß, wie ich das gut organisatorisch hier reinstellen soll. Das überfordert mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe es irgendwie lieber, wenn ich so eine gewisse Bohrstruktur habe, an der ich mich entlanghangeln kann. Dasselbe Problem hatte ich ja mit dem Hof hier auch gerade. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn man alles frei designen kann, so mit dem Hof auch. Aber wenn ich einen Raster habe, an dem ich mich langarbeiten kann, komme ich meistens besser zurecht. Dünger. Genau, ich wollte eigentlich Dünger holen. Da habe ich mich schon wieder so verquatscht hier. Aber ihr seid es ja gewohnt. Ihr seid ja inzwischen gewohnt, dass ich mich gerne mal verhaspel. Nee, den Dünger hatte ich vorne hingepackt. Yes.
packe ich den Dünger nämlich jetzt hier mit rein. Das Ding ist ja als nächstes, soll ich hier auch Kisten reinstellen, generell? Für die ganzen Sachen, die ich hier raushole? Oder soll ich das doch alles in den Schuppen packen? Weil wenn ich eh einmal hier drinne bin, kann ich das ja auch hier lagern. Moin, Schieb, Schieb. Hallo. Du kommst genau richtig. Wir sind gerade ganz, ganz fleißig dabei, den Hof umzukrempeln. Und ich bin generell total überfordert gerade, weil wir müssen Kistenordnung machen. Und es ist eine Qual. Wie es dir auf dem Hof geht, dir geht's gut. Ich habe im Gewächshaus nur Bäume außenrum und eine Truhe genau vorm Gewächshaus. Das geht natürlich auch, ja. Aber man kann ja theoretisch auch eine Kiste zwischen die Bäume stellen. Also ob ich nun reingehe, alles abernte und die Sachen innen reinlege oder ob ich reingehe, alles abernte und die Sachen draußen ablege, macht ja im Endeffekt keinen Unterschied, oder? Also das ist ja dann gehupft wie gesprungen, hätte ich jetzt gesagt. Kommt ja selber raus. Klar, wie es dir besser gefällt. Kann ich eigentlich Kisten bei mir ins Haus stellen? Das wäre ja auch nochmal gut zu wissen. Weil dann würde ich nämlich so Deko-Sachen gerne einfach ins Haus stellen, wenn ich ehrlich bin. Kann man? Ah, sehr gut. Ich habe die halt draußen, weil ich eine Schere voller Fässer daneben habe und dann aus den Truhen beim Gewächshaus das Obst für die Fässer nehme. Ah, okay, na ja gut, das ist natürlich sinnvoll. Das ist ja wieder klug. Ihr seid ja clever. So, das ist, glaube ich, ganz okay. Jetzt habe ich hier viel Platz im Inventar. Jetzt kann ich mal ein bisschen arbeiten. So, warte mal. Wir holen jetzt mal den ganzen Stuff hier raus. Wie es reinpasst. Fantastisch. Zack. So. Okay, die Fässer muss ich jetzt erstmal noch hier stehen lassen. Den muss ich dann auch gleich mal abbauen. Vielleicht, wenn der den nächsten Kristall fertig hat. Den nächsten Diamant, meine ich natürlich. So, wo habe ich denn. Ich habe doch bestimmt noch mehr Edelsteine als nur die hier. Ist es sinnvoll, jetzt mal so ganz blöd gefragt, ist es sinnvoll, meine Kisten hier im Schuppen einfach in Reihen aufzustellen, wie ich das vorher im Prinzip auch schon gemacht habe? Eigentlich ja schon, oder? Ich denke schon. So, dass ich relativ schnell rankomme, die Kisten alle relativ nah beieinander stehen. Und vielleicht dann halt mit so ein bisschen nochmal einer generellen Ordnung in der Reihenfolge vielleicht. So, ich lege die Kisten. Warte mal, ich mache das hier vorne zum Laufen, so dass ich vorne mich bewegen kann. Dann stelle ich die Kisten dahin und dahinter kommen die Fässer, hätte ich jetzt gesagt. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, das so zu machen. Dass ich quasi immer hier und hier die Kisten habe und hier hinter dann den Kram zum Verarbeiten. Das ist vielleicht nicht so dumm, weil da muss ich nicht immer zu den Kisten nach hinten laufen, sondern habe die Kisten direkt vorne. Ja, Effizienz. So langsam komme ich rein. So, und dann machen wir hier raus. Machen wir wieder die schwarze Kiste und machen hier unsere ganzen Edelsteine rein. Die ganzen Mineralien. Ja. So, Geoden gehören da nicht rein. So, das müssten eigentlich alles Minerale sein. Yes. So, und da wir aber recht viele Minerale haben, stelle ich, glaube ich, direkt noch eine zweite Kiste daneben. Wenn ich jetzt mal gucke, bei Sammlung Minerale. Ja, wobei. Ne, reicht nicht. Reicht bei weitem. Nee, da brauchen wir schon zwei. Brauchen wir zwei Kisten. Ja, wenn das alle Minerale sind, brauchen wir auf jeden Fall zwei Kisten. Wo habe ich denn jetzt meine Kisten hingetan? Sehr gut, Max. Bist wieder organisiert wie sonst was. Ich hatte doch eben so eine Box voll Kisten. Wo habe ich die denn hingetan? Hier. So. Oh, Leute, wenn wir das hinter uns haben, dann mache ich drei Kreuze im Kalender. Junge, Junge, Junge.
Max, du kommst bestimmt ohne mich klar, oder? Ja. Wenn du was zu tun hast, das ist überhaupt kein Problem, Chris. Wie gesagt, das ist ja keine Pflichtveranstaltung. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr da seid, aber du darfst natürlich deine Zeit auch anders verbringen oder wenn du was zu tun hast. So. Ich packe mich noch etwas hin. Ja, wenn du müde bist, natürlich auch. Ja, gönn dir. Alles klar. Dann vielleicht bis später. Schlaf gut oder erhol dich gut, je nachdem. Okay, warte mal. Das ist noch ein Mineral. Das ist noch ein Mineral. Hier ist auch noch ein Mineral. Mineral, Mineral, Mineral. Artefakt, Artefakt. Artefakte machen wir extra. Das ist alles Naturgut. Das ist Deko. Artefakt, Artefakt, Mineral. Okay, so. Zwei Mineraltruhen. Keine Pflichtveranstaltung, sagte er und hat mich gefesselt im Keller. Ja, ne, also ich brauche ja mindestens einen Zuschauer, ja, Marcel? Also da, das ist ja schon Minimumverpflichtung, ja? Du als VIP, du musst natürlich auch entsprechend liefern. Ich hatte auf der Xbox nach Monsterbeute, Naturgut, Früchte und so sortiert. Da ja meist unter den Gegenständen so etwas steht. Da ja meist unter den Gegenständen so etwas steht. Genau, ne, das versuche ich jetzt auch. Ja, wir haben jetzt zweimal Minerale. So, dann würde ich als nächstes. Wir gucken nochmal direkt in diese Sammlung. Und zwar. Dann packen wir, ich glaube, machen wir direkt neben die. Direkt neben die Minerale machen wir zwei Kisten mit Artefakten. So, und Artefakte machen wir hellgrau. Damit ich das schön auseinanderhalten kann. Ich habe jetzt keine Artefakte dabei. Okay. Das ist ein Artefakt. Das ist Herstellung. Naturgut. Geoden. Achso, warte mal. Die Geoden kann ich mal rauspacken hier. Naturgut, Naturgut, Naturgut. Bla 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 bla. Okay. Warum male ich hier eigentlich, wenn du es jetzt eh anders machst? Ne, du hast dich nicht gemeldet. Ich habe eben gefragt, ob ich das so machen soll. Außerdem, du kannst deinen Vorschlag ja trotzdem unterbreiten. So, ich bin ja offen für Neues, aber ich habe jetzt schon mal angefangen. Ich will ja auch vorankommen. Außerdem glaube ich, dass mein Konzept gar nicht so schlecht ist. Ich bin überzeugt davon, dass meine Idee gut ist. Ich dachte, du machst das etwas anderes und gibst mir ein paar Minuten. Tatsächlich habe ich gedacht, du machst mir einfach einen Screenshot von deinem Schuppen oder so. Aber ich kann natürlich auch jetzt hier aufhören. Weil ich meine, bisher haben wir nur drei Kisten, vier Kisten aufgestellt. Aber ich dachte eigentlich, dass das System ganz gut ist. So, Möbelschuhe, Möbel, bla 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 bla. Okay, hier sind keine Artefakte mehr. Dann sortiere ich jetzt einfach trotzdem nochmal die Artefakte hier raus. Die fliegen ja eh überall rum. Das sind alles keine Artefakte. Das ist das ganze Fertigzeug. Nein, machen wir gerade. Das sind auch keine. Hier sollten auch keine mehr drin sein. Das ist alles Monsterbeute. Und hier sind auch keine Artefakte. Okay. Ich habe bei mir nichts im Schuppen. Ich habe sechs Schuppen nur mit Fässern. Ja gut, okay. Also da muss ich aber ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt werden wir mit Sicherheit bei mir nicht kommen. Weil ich will Stardew Valley zwar schon durchspielen und so viel wie möglich davon entdecken, aber ich habe jetzt nicht vor, hier Wirtschaftssimulator zu spielen. Also da habe ich dann doch einige andere Spiele noch auf meiner Projektliste, die ich auf jeden Fall alle irgendwann noch angehen will. Also ich habe. Um es mal zu erklären, ich habe für das ganze Pixel-Frühstück-Konzept, was wir hier haben, wo ich immer die Morgenstreams habe, habe ich so eine Liste mit Spielen und ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich mit Stardew Valley tatsächlich so lange zugange bin. Ich meine, ich freue mich gerade, es macht sehr viel Spaß und ich will das auch definitiv noch weiter vorantreiben.
Also, wie gesagt, also das soll hier kein Wirtschaftssimulator werden. Ich habe vor, auch irgendwann noch andere Spiele zu spielen. So. Sechs Schuppen ist schon hart. Braucht man noch gar nicht. Ja gut, aber das habe ich bei Maddie schon festgestellt. Das ist, die ist so eine kleine, so eine kleine Geldmacherin. Jeden Tag müssen da 200.000 Gold in der Kasse scheppern, sonst macht das keinen Spaß. Okay, der Weizen müsste auch bald fertig sein. Dann lassen wir doch Maddie einfach mal kurz Zeit. Dann gucke ich mir mal ihr Beispiel an. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen das nicht so übertreiben. Ja. Habe ich dir per Discord geschickt. Ist nur groß, aber so, grob, aber so ungefähr. Yes, ich gucke es mir sofort an. Habe ich hier noch einen Huhn nicht gestreichelt? Nee, alles gut. Da liegt noch ein Trüffel. Om nom nom. So, Marcel, hier. Übrigens, um deine Frage zu beantworten. Du bist bei 2,5 Herzchen im Moment. Dafür, dass du relativ neu im Stall bist, ist das schon gar nicht so schlecht. Musste mich ja jetzt beeilen. Ach Quatsch. Alles gut. So, dann schaue ich mir das mal ganz kurz an, was du da fabriziert hast für ein Kunstwerk. Existiere ich schon? Monique, nee. Du wolltest ja ein Schaf werden. Aber wir hatten es im Moment immer mit den Finanzen nicht so. Aber eigentlich könnten wir das jetzt mal nachholen. Ja, wir könnten jetzt wirklich mal dich noch mit auf den Hof holen. Moment, ich will jetzt erstmal ganz kurz ins Discord schauen. Auch noch schief. Muss ich mich hier umdrehen? Okay. Okay. Ja. Gut, aber ob ich jetzt, das kann ich ja im Prinzip so adaptieren, wie du das hier dargestellt hast. Und ich habe ja erst mit meinen Kisten angefangen, sondern kommen bei mir halt die Kisten nicht oben rechts hin, sondern unten links, sondern mache ich mir da ein System und stelle dann den ganzen Kram auf die rechte Seite. Also das ist ja, also das, was ich jetzt angefangen habe, ist ja gar nicht so weit weg von dem, was du da hast. Von daher. Und wie gesagt, bei mir soll es ja auch kein Wirtschaftssimulator werden. Ich will ja das Spiel einfach nur durchspielen. Lad runter und drehe. Nee, ich gucke gerne auf die Seite. Außerdem habt ihr dann was zu lachen. Okay, ja gut, aber da, so in der Art habe ich es mir tatsächlich jetzt auch vorgestellt, muss ich sagen. Also ich habe natürlich, bei mir war die Struktur ein bisschen anders, aber so generell. Also für 100% brauchst du locker insgesamt 15 Millionen Gold. Ja, naja, mal schauen. Wie gesagt, also ich weiß ja noch nicht, was mich noch alles erwartet. Und ich will natürlich schon auch noch ein bisschen das Spiel ausreizen, aber ich werde mir jetzt bestimmt nicht 6 Schuppen hier hinpflanzen. Ich glaube, ich habe 50 Kisten bei mir. Ich habe dir auch mal eins von mir geschickt. Okay. Warte mal. Ah ja. Oh, der Boden, den du hast, ist cool. Der Steinboden, Monique. Ich will auch so einen coolen Steinboden haben. Der ist viel schöner als meiner. Aber das ist das mit den Kisten. Ja, das ist ein cooles Konzept, dass da man. Achso, okay. Man packt dann einfach das Schild dahinter. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es auch super, dass du deinen Mann da hinten eingesperrt hast. Er kommt ja gar nicht mehr raus. Ah. 6 Schuppen sind da auch nicht notwendig für. Ja, nee, das hoffe ich doch. Also, ich kann mal schon schauen, ob ich bei mir was fotografieren kann. Ja, ihr könnt den auch gerne im Allgemeinchat einfach posten, eure Screenshots. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist er ja da. Also teilt das gerne auch für die anderen. Das ist überhaupt kein Ding. Ist ein Ziegelboden. Brauchst du für Lehm und Stein? Ah, okay, gut. Da muss ich da bei Gelegenheit mal gucken.
Aber der Boden gefiel mir irgendwie besser als der Steinboden hier. Ich meine, der ist auch nicht schlecht, so von der Optik, aber der ist so dunkel. Das stört mich ein bisschen. Okay, gut. Also, dann setze ich das System jetzt hier fort und adaptiere das so ein bisschen nach Maddys Idee. Es ist schon wieder dunkel. Schweinerei. Okay, das sind die zwei Artefaktkisten. Das sind die Kisten für hier Minerale. Jetzt machen wir jetzt machen wir zwei Kisten für den ganzen Steinkram. Also sprich das hier. Aber ich hole hier mal alles raus. Ist ein bisschen willkürlich schon wieder alles. So, also sprich hier und hier. Oh, das ist sehr gut, dass du gerade fertig geworden bist, mein Freund. Dann baue ich dich nämlich mal ab. Ach, man kriegt den Diamant sogar direkt wieder raus. Nice. So. Hier kommen dann die Dinger und die Gerätschaften hin. So, dann stellen wir den einfach mal. Ich will den eigentlich schon auf derselben Ebene haben. Gucken den mal dahin. So, dass das eine Ebene ist. Hallihallo, Hallöle. Hey, Todak. Schönen guten Morgen. Wir sind, wie du siehst, voll am Machen gerade. So. Das war jetzt diese Kiste. So, welche Farbe nehmen wir denn für Mineralen? Ich glaube. Nee, die Farbe ist. Hä? Habe ich hier die andere Farbe genommen? Ah, so. Genau, ich wollte gerade sagen. So, das mittlere Dunkel, das nehmen wir jetzt für die Artefakte. Und das helle Dunkel, das wird das Minenzeug. Und hier würde ich jetzt erstmal tatsächlich nur Erze und die verarbeiteten Erze reinpacken. Beziehungsweise eigentlich würde ich hier alles reinpacken, was ich mit den Öfen verarbeiten kann. Also sprich auch den Quarz. So, das ist quasi so ein bisschen die Erzkiste. Und daneben packe ich mal so ein bisschen. Wobei, wir brauchen eigentlich nur eine Kiste für das Steinzeug. Kann das sein? Ich glaube, da reicht eine. Wir brauchen keine zwei. Ich mach mal hier die mache ich mal weg. Ciao. So. Und dann machen wir nämlich hier. Genau, hier Erze und Metalle. Die Geoden packe ich mal hier mit rein. Und Stein. Ich denke, das sollte passen. Was ist das eigentlich hier? Was? Gar keine Klassifizierung. Einfach eine Nautilusmuschel. Musst mal schauen, ob du den bauen kannst. Ansonsten musst du bei Robin das Rezept kaufen. Ich glaube, ich habe das Rezept für den Steinboden schon tatsächlich. Monique, das war der falsche Discord. Achso, du bist gar nicht auf meinem. Du musstest natürlich auch auf den Discord posten, wo Sheep Sheep auch drauf ist. Aber du bist ja auf meinem Discord noch gar nicht gejoint. Monique ist ein bisschen verwirrt, Sheep. Warte, ich poste es euch nochmal. So, erstmal hier für Monique der Discord-Link. Und wartet mal, wo habe ich denn? Kann ich das hier? Achso, dann muss ich es runterladen. Wobei, dann kann, wenn Monique eh joint, dann kann Monique das auch zur Not einfach selber nochmal posten. Wobei, wahrscheinlich geht das gerade nicht, weil sie wieder auf dem Handy unterwegs ist. Oder? Monique, probier es mal und im Zweifelsfalle kannst du es dann bei mir auf dem Server nochmal posten. Dann sieht es Sheep Sheep nämlich auch. So. Gut. Yes. So. Ja. Ich denke, das ist so okay. Das lassen wir erstmal so. Stacks gehen ja immer bis 99. Von daher, 999 meine ich. Von daher sollte eigentlich platztechnisch hier genug Platz drin sein. Dann machen wir hier wirklich nur eine Kiste.
So, das ist der ganze Stein und Artefakt und wertvolle Sachenkram. Dann packe ich mal die noch hier rein. Oh, 10 Diamanten haben wir schon. Das sind 7500 Gold. Kannst du mich über Discord mal einladen, müsst die ganzen Daten neu eingeben? Ach so, okay, ja, das kann ich auch machen. Warte. Zum Server einladen. Der hier. Jetzt aber. So, Leute, was ist die Nautilus-Muschel? Wo soll ich die einsortieren? Ist die ein Artefakt? Ist die ein Mineral? Die ist ja nix. Die ist ja. Ist das zählt das zu Fischen? Ich muss schnell mein Auto vom Doktor holen. Jetzt wird das Portemonnaie leer. Bis gleich. Oh je. Toi, 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 Maddie. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Ich habe die in meine Fischkiste gepackt, genauso wie die Korallen, Muscheln und so weiter. Okay, also mach mal eine Fischkiste und eine Korallenkramkiste. Yes, okay, wartet mal. Das mache ich jetzt mal in die zweite Reihe, damit ich ein bisschen Orientierung da habe. Machen eine Fisch- und zwei Fischkisten. So. Da holen wir mal den ganzen Fisch und Korallen und Muschelkram raus. Nee, nicht den Käse. Den können wir erstmal noch hier drinnen lassen. Eine Fischkiste für Muscheln, Seegras, Korallen etc. Genau. Ich habe ein Problem. Warum das denn? Du bist zu vielen Discord-Servern gejoint und kannst deswegen dem Server nicht beitreten. Oh, Geisternacht hat begonnen. Oh, gut, dass hier nochmal die Nachricht kam. Das hätte ich jetzt voll verpennt. Okay, let's go. Monique, was hast du denn für ein Problem? Das klingt nicht so gut. Was hast du angestellt? Würmchen. Ja, du musst, naja, du musst auf Regeln gehen. Normalerweise, du dadurch durch das, naja, das liegt daran, dass du es am Handy nutzt. Normalerweise wirst du auf den Regel-Channel verwiesen und bei den Regeln kannst du bestätigen und dann kriegst du mehr Zugriff auf den Server. Und dann kannst du auch die anderen Chats nutzen und so weiter, Monique. Gucken wir erstmal hier, was wir uns Cooles holen können. Kürbislaterne. Aber die kann ich, glaube ich, selber herstellen. Wartet mal. Die brauche ich mir nicht kaufen. Oder? Nee. Aber das Rezept dafür würde ich mir eher kaufen, als dass ich mir die Kürbislaterne selber kaufe. Ah, genau. Hier. So, Quatsch. Zack. Funky-Teppich. Okay, das brauchen wir alles nicht. Ich bin verwirrter als verwirrt gerade. Wenn du auf den Regel-Channel klickst, dann wird dir da ein Text angezeigt. Lies dir den einfach durch. Und dann kannst du unten auf so ein kleines, kannst du auf den kleinen Stitch klicken. Dann wird dir der Discord freigeschalten. Das war genauso, wie es bei Chris auf dem Discord auch war. Okay, die werden wahrscheinlich dasselbe sagen wie die letzten Jahre auch. Schwere Geburt mit so einem Discord, ne? Okay, ich hab's. Na, siehste. Wunderbar. So, letztes Jahr haben wir hier ja so eine Frucht gekriegt. Ich frage mich, ob wir die dieses Jahr wieder kriegen. Ja, es ist auf jeden Fall wieder eine Kiste da. Okay. Was? Oh, diese Dämpfe. Du siehst heute wieder schick aus. What? War da etwa ein betörender Trank drinne? Oha. Der öffentliche Bereich hat bei mir trotzdem ein Schloss dahinter. Das sollte eigentlich aber keinen Einfluss haben.
Ja gut, die Schlösser sind da überall dahinter. Das liegt einfach nur daran, dass die Channel halt nicht für alle zur Verfügung stehen. Das ist einfach nur ein Symbol, damit du weißt, dass nicht alle auf diesen Bereich Zugriff haben. Lass dich davon nicht verwirren. Also im allgemeinen Chat, im Smalltalk, müsstest du eigentlich Sachen posten können. Wenn da jetzt zum Beispiel dein Stardew Valley Screenshot reinpackst. Das können die anderen übrigens auch machen, wenn ihr gerade die Gelegenheit habt. Könnt ihr gerne mal so ein bisschen was von eurem Hof zeigen, wenn ihr wollt. So, was gibt's denn dieses Jahr? Einen goldenen Kürbis. Ist der was Tolles? Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Toll, Dankeschön. Die Auswahl ist ja jetzt nicht so groß. Ich habe ja gerade gesagt, einfach in den allgemeinen Chat. In den Smalltalk ist es, glaube ich. Monique, nächstes Mal richte ich dir extra einen Stardew Valley Channel ein. Damit du nicht so verwirrt bist. Ja, das war ja spannend hier bei der Nacht der Nächte. Was mit Pam? Das ist halt auch schade. Irgendwie so ein bisschen verschenktes Potenzial tatsächlich. Also ich meine, er hat ja wirklich schon viel gemacht bei dem Spiel. Aber dass die halt bei den Festivitäten jedes Jahr dasselbe sagen, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Da hätte man ja doch mal ein bisschen mehr machen können. Danke. Gerne, gerne. Ja. Na gut, okay. Da das jetzt sehr unspektakulär war, gehen wir jetzt einfach schlafen. Ich hab so ein ganz komisches Gefühl, dass wir heute eine sehr schöne Nacht mit Penny haben werden. So, Halloween vorbei. Letzter Tag des Herbstes. Oh, da kam noch mal schön Geld zusammen. Wundervoll. Ab morgen ist Winter, Leute. So wie in Hamburg. In Hamburg ist heute wieder Winter. Sonntag. So, was hat denn die Königin der Soßen uns heute zu erzählen? Straußfarn-Risotto. Straußfarne sind wunderschön, aber ziemlich fad ohne alles. Deshalb musst du besonders vorsichtig sein, wenn du die Gewürze wählst. Es ist ehrlich gesagt nicht einfach, ein gutes Straußfarn-Risotto zu machen. Aber mit meiner Hilfe hast du die besten Chancen auf Erfolg. Du hast gelernt, wie man Straußfarn-Risotto macht. Oh Gott, klingt aber irgendwie lecker. So, wo ist es denn? Risotto. Ich mag Risotto. Oh oh. Wir sind wieder beim Essen angekommen. Straußfarn-Risotto. Öl, Straußfarn und Knoblauch. Okay. Können wir nicht machen. No, no. ja. Hallo. Dankeschön. Okay, so, ich wollte dich nur drücken. Okay, wir machen einmal kurz Tiermanagement, Hofmanagement und dann machen wir wieder Kistenorganisation. Es tut mir so leid. Es ist heute wirklich kein sehr unterhaltsamer Stream, glaube ich. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, also Gesprächsthemen technisch, haut die gerne mal raus. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was euch schon mal interessiert hat, irgendwie, kann man natürlich nebenbei einfach nutzen, wenn wir jetzt eh hier schon einfach nur so ein bisschen Organisation auf dem Hof machen. Huch, hallo Trüffel, dich nehme ich mit. Das hier fehlt noch. Du fehlst noch. Okay, das sieht ganz gut aus. Ja, und dich noch. Und ich glaube, jetzt haben wir alle.
Oh, Maddie ist auch bald bei 5. Nice. Es ist ein sehr angenehmer Arbeitslurk-Stream. Danke, das freut mich. Monique hat's geschafft, hervorragend. Das freut mich. So, verkaufe ich den Goldkürbis jetzt einfach? Wahrscheinlich schon. So, dann. Zur Hölle? Für Schilder bin ich immer zu faul. Warum hast du das denn jetzt als Link da reingepostet? Moment, wir machen jetzt mal, ich mache jetzt mal Folgendes. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen. Das geht ja so nicht. Das macht mich ja wahnsinnig. Ich mache jetzt euch mal hier einen Channel. So, Moment. Wir machen erstmal. Erstmal das. Das ist schnell erledigt. Einmal so. Das, genau. Und dann. Hätte ich gern noch irgendein hübsches Dingens davor. Heute wieder top organisiert hier. Aber das muss jetzt einfach sein. Ich brauche jetzt hier mal ein bisschen Struktur in dem Laden. Das hier rein. So, der sollte auch hier dieselben Berechtigungen kriegen. Genau, das ist schon mal gut. Da. Und dann machen wir noch Folgendes. Kopieren uns nochmal das hier raus. Und kopieren das hier rein. Also, so meine Lieben. Ich habe euch jetzt mal auf dem Discord im öffentlichen Bereich, habe ich euch mal einen Stardew Valley Channel eingerichtet. Und da könnt ihr jetzt alle themenbezogenen Dinge reinfeuern, Screenshots, Ideen. Wenn ihr einfach über Stardew Valley quatschen wollt, könnt ihr da auch ein bisschen was reinhauen. Also, damit wir jetzt einfach ein bisschen einen Plan haben und nicht hier das Zeug irgendwo hinposten. Ich glaube, es ist besser so. So. Tut mir leid. Ach nein, alles gut. Ist doch alles okay. Hab's schon geöffnet, aber super komische Dateiendung. Ja, es ist sehr strange, deswegen habe ich mich auch gerade gewundert. So, alles klar. Dann hole ich doch mal meine Switch. Ja, nutzt das ruhig. Also jetzt könnt ihr euch austoben. So, sehr gut. Habe ich das auch erledigt. Fantastisch. Irgendwas vergessen. Wo ist mein OBS? Hier. Ach ja. Heute ein hochgradig organisierter Stream. So. Wo habe ich aufgehört? Genau, Tiere. Tiere. Hallo, Maddie, lass mich doch mal rein hier. Ja, schade, dass man da jetzt, also was heißt schade, dass man da jetzt nur einen Goldkürbis rausgekriegt hat. Ich weiß ja nicht, was der wert ist. Wahrscheinlich ist der so 2000, 2500 Gold wert, schätze ich jetzt mal. Aber da hätte auch mal ein bisschen mehr rauskommen können, tatsächlich. Das ist irgendwie sehr ernüchternd mit dem Halloween-Event. So, Pilze sammle ich auch noch fix ein. Dann gucke ich ganz kurz, was der Weizen macht, aber der müsste eigentlich auch noch einen Tag brauchen. 2500 Gold, ja. Ich meine, das ist ja auch schon eine gute Menge Geld, aber hochgerechnet auf die Summen, die wir inzwischen brauchen, ist es halt nix. Oh, ich mache mal noch Folgendes. Ich reite mal ganz kurz zu Marnie und schau mal, ob sie heute geöffnet hat. Und wenn ja, dann holen wir jetzt endlich mal noch Monique auf den Hof. Wird ja auch mal Zeit.
Und er ist ein allgemeiner Love, also jeder Bewohner liebt den. Okay, dann können wir den natürlich aufheben, weil Goldprobleme haben wir ja eigentlich nicht. So, wir wollten ein Schaf. Hier. So, wo ist denn... Das könnte ein bisschen schneller sein hier. So. Rokers. Monique. So, damit habe ich, glaube ich, fast alle. Ne, Mari fehlt noch. Monique als Schaf. Und da wir das Gold im Moment noch haben, holen wir uns noch ein Schwein. Denn die gute Mari hatte sich nämlich gewünscht, ein Schwein zu werden. Weil sie gefühlt offensichtlich bei jedem Streamer, wo sie Stardew Valley schaut, immer ein Schwein ist. Also wird sie jetzt hier auch wieder eins. Damit haben wir alle vorerst alle Tiere abgearbeitet. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sehr gut. Wundervoll. Haben wir das auch abgearbeitet. Den beiden sage ich jetzt noch Hallo. Allgemein, Leute, man muss wirklich mal sagen, also ich habe in den letzten Streams gemeint, die Liste ist immer länger geworden, aber ich muss auch sagen, wir haben in den letzten Streams wirklich viel abgearbeitet auf der Liste. Also ich habe sehr viele durchgestrichene Sachen auf der Liste. Mäh. So, welches ist denn das neue Schwein hier? Und wo ist das neue Schaf? Da ist Sheep Sheep. Das ist es nicht. Ist es auch nicht. Da ist es. Ach, wie süß. Das ist ja kleiner. Ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Mal. Die gute Monique ist jetzt auch mit auf dem Hof. Und Mari. Herrlich. Wie viel Platz haben wir denn jetzt eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Tiere habe ich jetzt im Schafstall. Das heißt, hier sind immer noch 4 Plätze frei. Ein paar Kühe wären eigentlich noch nicht schlecht. Ah, guck mal, das sieht ja auch noch was aus jetzt hier. Okay, also hier hinten tue ich Korallen, Seegras und so weiter rein. Muscheln. Und vorne tue ich Fische und etc. rein. Können wir die richtig schön voll knallen? Sehr schön. Okay, haben wir die nächste Kiste organisiert. Hier hatte ich auch noch Fische, ja, und Muscheln auch. Yes. Oder soll ich das Seegras doch lieber hier mit zu den Fischen packen? Weil ich angel die ja. Aber eigentlich sind es ja keine Fische. Nee, ich mach das. Ich tue das hier rein. Ich denke, es ist besser. So, ich weiß, ich hatte irgendwo noch Korallen rumliegen. Nicht Korallen, sondern Algen. Die sind auch überall Trüffel verteilt, sehe ich gerade. Oh, die Kiste können wir schon mal abbauen hier. Die kann weg. So, hier haben wir noch einen Pilz. Also heute ist wirklich der reine Organisationsstream, habe ich das Gefühl. Das brauchen wir dann auch wieder später. Aber das baue ich jetzt nicht direkt wieder auf. Ach, hier. Genau, das habe ich doch gesucht. Okay, hier ist nichts weiter. Sehr schön. Du kannst noch hier rein. Und das geht hier rein. So, und ich hatte irgendwo eben noch mal Trüffel gesehen. Hier. Ha. Die kommen natürlich nicht hier hin. Die tun wir dann drüber. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Da. Ha, herrlich. So langsam wird hier ein bisschen Ordnung.
das hier noch rein und die zwei noch rein. Wait. Ist es überhaupt sinnvoll, das alles hier reinzupacken? Vielleicht packe ich die Kiste tatsächlich auch eher draußen hin. Weil das ist auch wieder sinnlos. Weiß nicht. Bin irgendwie so. Ach, guck mal. Hinten versteckt sich eins der Schafe hinterm Stall. Okay, meine Lieben, ich werde mal ganz kurz ein Päuschen machen. Ihr könnt ja die Zeit nutzen und mal ein paar Screenshots machen für den Discord von euren Höfen. Mache hier mal ganz kurz Pause und wechsle mal rüber in den Pausescreen und mache euch noch irgendwelche Musik an, kurz zur Entspannung. Und dann bin ich mal für ein paar Minuten weg. Auch Musik. Jetzt startet mein Spotify nicht. Schweinerei. So, ja, also wie gesagt, tobt euch auf dem Discord aus, dafür ist er da. Freut mich immer, wenn die Leute da ein bisschen aktiv sind. Schickt mir gerne eure Screenshots rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Lebe ja nach dem Motto: Apple a day keeps the doctor away. Ich habe mir jetzt mal ein Äpfelchen geholt fürs Nebenbei-Snacken.
Aber ich muss mir das gerade noch schneiden. Ich hoffe, ich schnurps euch dann nur nichts voll. Ich hoffe, dass das Mikrofon das rausfiltert. Jetzt kommen wir quasi vom Essen-Diskussions-Stream zum Ich esse euch was vor Stream. Ich werde vielleicht die Tage oder nachher, wenn ich Zeit dafür habe, werde ich mal auf dem Discord-Server einen Channel erstellen bezüglich des Pixel-Frühstück-Streams. Weil ich hatte ja eben erwähnt, dass ich für den Morgen-Stream ja noch einige andere Spiele auf der Agenda habe nach Stardew Valley. Da könnt ihr mal gucken, was da dann noch so zur Auswahl steht. Weil da ist wirklich eine Menge zusammengekommen, was ich so geplant habe. Und in der Theorie können wir natürlich dann auch einfach gemeinsam entscheiden, wenn wir mit Stardew Valley durch sind, womit wir denn dann weitermachen wollen in den Morgenstreams. Ich meine, ich weiß jetzt schon, dass wir locker noch nochmal dieselbe Menge an Zeit in Stardew Valley stecken werden. Also ich meine, wir haben jetzt wie viele, also ich, seit 6 Wochen streamen wir Stardew Valley, alle 3 Tage. Da ist schon ganz schön was zusammengekommen. Wo ist es denn eigentlich? Hier. Ja, da ist jetzt inzwischen schon einiges zusammengekommen. Von daher, also jetzt gucke ich mal, was ihr hier gepostet habt. Ah. Holy moly. Schieb, schieb, ihr Hof ist einfach ein einziges Feld. Was zur Hölle? Ah, du hast die Silos da unten hingepackt. Okay. Junge, Junge, Junge. Was ist hier eigentlich los? Überall werden die Chats zugespammt. Kurz mal ganz ein paar Sachen erledigt. Ah ja, hier. Oh, da hat gerade der nächste Bilder von Schnee gepostet. Also, irgendwie haben wir gerade einen Rückfall vom Winter. So, ihr habt euch hier schon connected, sehe ich. Das freut mich. Ihr ganzen Stardew Valley-Suchtis. Okay. Gut, wir haben die Mineralienkisten, wir haben die Fischkisten. Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Jetzt kommen wir nämlich zu den Pflanzen. Warte mal, hier ist noch ein Mineral. Lehm ist Naturgut. Wobei Pflanzen und so weiter, das wollte ich ja aufteilen in Sommer, Winter und so weiter. Und dann brauche ich noch eine Kiste für Pilze. Was hattet ihr geschrieben? Pilze? Ihr hattet so eine schöne Zusammenfassung. Jetzt finde ich es nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her scheinbar. Verdammt, ich finde es nicht mehr.
Na gut, dann eben ohne. Dann überlege ich mir selber was. Aber ich könnte mal eine Kiste machen für so. Für so Nutzgegenstände. Wie zum Beispiel hier Vogelscheuchen und so weiter. Die ganzen Crafting-Sachen. Da könnte ich in der Theorie auch Werkzeuge reinpacken. So ungewohnt, dass das gerade so leise ist. Jetzt mir fehlt gerade die Musik im Hintergrund irgendwie. Ah, hier ist noch ein Pilz. Hier noch ein Pilz. Bienenhaus muss ich dann auch mal wieder rausstellen. Ich mir irgendwie nochmal eine effektive Methode einfallen lassen, wo ich das hinstelle, damit das auch nicht immer irgendwo rumfliegt und dann immer nichts produziert. Also echt knifflig, dass ich von meiner Farm einzelne Fotos machen muss und einzeln abschicken muss. Ja, das ist halt das Ding, wenn man auf dem Handy spielt, ne?